Papier ist vermutlich sehr selten in dieser Bibliothek, weil sie in den letzten Jahrzehnten nicht viele neue Bücher erworben hat. Und immer wieder musste ich schützend die Hand über meine Flamme halten. Senkte, im flackernden Schein ringsum an den Wänden die Umrisse hoher Bücherregale. Schließlich gewahrten wir in der Mitte des Raumes einen Tisch voller Bücher und Pergamente, hinter dem jemand saß, der uns reglos im Dunkeln zu erwarten schien, sofern er überhaupt lebte. Ich will das Buch sehen, das du hier verwahrst, seit du es gelesen hast, weil du nicht willst, dass andere es lesen. Das Buch, das du hier versteckt hältst und nicht zerstört hast, weil einer wie du keine Bücher zerstört, sondern hütet und vor fremden Blicken bewahrt. Ich behaupte, dass die Bibliothek kein Ende hat.